Hallo, das sind liebe Leute und willkommen heute zurück zu einer neuen Folge von Minecraft. Schrabbidi-dabbidi. Und ich weiß, ihr habt jetzt sehr, sehr viele Fragen. Warum ist es dunkel? Warum stehst du auf einem Baum? Warum trägst du einen Drachenhelm die ganze Zeit? Ja, liebe Leute, das möchte ich euch einfach mit einer einzigen Antwort beantworten, weil ich Lars bin. Hallo, ich bin Lars. So, ich wollte hier eigentlich ein bisschen Holz farmen und sowas, weil ich nämlich gleich etwas bauen möchte mit euch zusammen und so. Und möchte ein paar Dinge heute mit euch erledigen, die wir jetzt so in den letzten Folgen nicht gemacht haben, was ich eigentlich auch vorhatte, was ich mir nämlich aufgeschrieben habe. Ich bin so ein Dösel und vergesse es immer wieder und ich mache einfach komplett andere Sachen. Keine Ahnung, woran es liegt. Und ja, heute sind wir wieder zurück in Minecraft Schrabbi, liebe Leute. Ich habe mich sehr, sehr gefreut hier auf diese Folge heute, weil ich nämlich etwas sehr, sehr Cooles machen möchte mit euch, nämlich die Irish Lucky Blöcke öffnen, die wir in den letzten Folgen nicht aufgemacht haben, liebe Leute. Und ja, lass mal einfach so gerade mal nach Hause teleportieren. Ich möchte nämlich noch ein paar mehr Sachen machen, nämlich hier ein bisschen was umändern und sowas. Aber erstmal müssen wir uns ins Bett legen, weil es dunkel ist, liebe Leute. So, wir schlafen jetzt erstmal und ich bin mega gespannt, was gleich so alles passieren wird. Seid ihr auch so gespannt wie ich, meine Damen und Herren? Ich bin sehr, sehr gespannt. Okay. Genau, ich wollte nach hier oben gehen und wollte da diese Crystal Chests platzieren und so. Und ich möchte mit euch heute über ein Thema sprechen, liebe Leute, was mich schon seit längerem ein bisschen beschäftigt und sowas, was sich auch sehr, sehr viele Leute wünschen, nämlich das Thema Merchandise. Ja, es gibt ja, gut, für die Leute muss ich nochmal kurz Merchandise erklären, für die, die es nicht wissen, nämlich so T-Shirts mit so einem Aufdruck von mir und so weiter oder Kappen oder Unterhosen oder Socken, keine Ahnung. Sowas halt und das haben sich ja sehr, sehr viele Leute gewünscht, dass ich mal sowas mache, so eine Art Merchandise und so. Und ja, ich müsste dazu sagen, Leute, es ist zurzeit in Planung. Woo! Also ich freue mich da mega drauf. Es wird jetzt, wartet mal, nee, das machen wir lieber nicht so. Es ist zurzeit in Planung und sowas und es wird da auch richtig coole Sachen geben. Zum Beispiel, Leute, ja, ich möchte jetzt aber auch nicht so viel spoilern. Ja, es gibt nämlich so einen coolen Aufdruck. Da ist ein Shrub drauf, ja, und der Shrub hat einen Heiligenschein. Oh, ja, da kommt das Ganze hier schon ein bisschen näher. Das ist mega, mega cool. Der Shrub hat einen Heiligenschein. Und hat so, der sieht halt einfach cool aus. Ja, ich möchte auch nicht so viel verraten, Leute. Es wird jetzt, denke ich mal, so demnächst, ich werde jetzt hier kein genaues Datum sagen, aber da müsst ihr hier halt ein Shrubby ein bisschen auf dem Laufenden bleiben, meine Damen und Herren. Also müsst ihr immer ab und zu mal reinschalten, dass ihr Bescheid wisst, wann der Merch denn endlich rauskommt oder sowas. Und ich habe da sehr, sehr viele, viele coole Ideen. Ich habe jetzt auch eben mit dem Designer gesprochen. Oh, da ist ein Huhn. Hallo Huhn, willst du irgendwie an Land hier vielleicht? Sonst ertrinkst du noch. Ein Huhn kann doch gar nicht schwimmen oder können Hühner schwimmen, Leute? Ich weiß es gar nicht. Ja, also wie gesagt, ich habe mich jetzt eben hier noch mit dem Designer zusammengesetzt und der macht das jetzt hier gerade und so. Ist jetzt gerade voll im Gange, liebe Leute. Und ich freue mich mega darauf, weil ich habe noch nie... Oh, ich habe das noch nie irgendwie gemacht und sowas. Das wird mega, mega cool. Ich freue mich richtig. Und dann, wenn wir dann nächstes Jahr auf der Gamescom und sehen und sowas, dann wird das so sein, dass ihr einfach vielleicht oder einige Leute vielleicht einfach meine Sachen tragen. Und das ist voll cool, wenn dann da so auf dem T-Shirt einfach so ein Shrub drauf ist oder so ein Hashtag oder so steht einfach drauf oder ein T-Shirt oder so. Oder ich heiße Lars oder so oder ich heiße... keine Ahnung wie, und es ist mega, mega cool. Ich freue mich da richtig drauf. Ich bin richtig gehypt, wie ihr merkt. Das wird richtig, richtig nice. Aber ich muss jetzt gerade mal überlegen, wie ich das hier am besten mache. Warte mal. So vielleicht. Und dann nochmal so. Ja, vielleicht nochmal ein Stückchen nach hier unten. Das wird ein Anglersteg für die Leute, die sich jetzt fragen, was baut dieser Dösel da jetzt schon wieder? Es soll ein Anglersteg werden. Dass, wenn ich mal irgendwie so Bock habe oder so, dass ich mich mal hier draufstelle und dann mal ein bisschen angeln kann, Leute. Also, das ist alles so schon so, ne? Ihr versteht schon, was ich meine. Und ich wollte eigentlich gleich mal die Lucky Blöcke aufmachen oder diese Irish Lucky Blöcke aufmachen. Da ich mega Bock drauf eigentlich jetzt gerade. Ich bin richtig gut gelaunt, Leute. Ich bin richtig gut drauf. So, warte mal, wie sieht das Ganze denn jetzt aus? Ja, sieht doch gar nicht so schlecht aus, oder? Wenn ich ehrlich bin, sieht doch gut aus, oder? Ja, guck mal, ja, ja, super. Wir gucken erst nachher in den Briefkasten, weil ich jetzt erst nochmal die ganzen Dinge hier erledigen möchte. Ich war auch am Überlegen, ob wir hier oben vielleicht, warte mal, ich möchte das mal kurz zeigen, ob wir hier oben in dem Obergeschoss einfach mal irgendwie so eine Art Wand hier wegmachen. Das habe ich aber schon mal gesagt, dass wir da hier so eine Art Fenster reinmachen oder sowas. Vielleicht, keine Ahnung, vielleicht können wir das ja machen. Aber, was ich noch sagen wollte, Leute, wenn ihr euch auch so auf den Merchandise freut wie ich, könnt ihr mir mal gerne das in die Kommentare schreiben, wer sich das denn so gerne mal kaufen würde und sowas. Das wäre natürlich eine richtig coole Sache, damit ich das mal so sehen kann, wer sich das Ganze so wünscht, so wie ich. Yeah! Also, ich habe da mega Bock drauf auf jeden Fall und ja, damit ist das Thema dann auch abgehakt, liebe Leute. Gehen wir mal kurz ins Dorf, gucken, ob bei den anderen alles in Ordnung ist, weil irgendwie ist es ja so, dass ich hier irgendwie nie ins Dorf gehe oder in letzter Zeit gehe ich irgendwie nie ins Dorf. Was haben wir eigentlich noch drin? Hier haben wir noch den Beacon drin, den können wir theoretischerweise auch irgendwann mal aufmachen. Oh, genau, ich habe ja hier noch so ein Necnorite Meteor Samwana.
Den wollte ich eigentlich gleich auch nochmal dort hinten in der Dingsbums spawnen. Da, wo halt unser Krisengebiet ist. Also da, wo wir halt immer unsere Sachen alles in die Luft sprengen. Unsere ganzen Lucky-Blöcke und sowas. Dort will ich dann mal einen Meteor spawnen. Ja, das wird auf jeden Fall mal sehr interessant, Leute. Ja, also ist hier alles in Ordnung bei euch. Iron Golems, Fredalf, ja. Ja, hier scheint doch alles in Butter zu sein, oder? Hier, da ist Alfredo. Warum sperrst du mich ein, Alfredo? Haben wir noch mehr hier? Hallo? Hier ist keiner irgendwie. Es fehlen voll viele, kann es sein? Es fehlt hier irgendwie, hier fehlen übertrieben viele. Hä? Sind die jetzt alle gestorben, oder? Lol, guck mal, so lange war ich hier nicht mehr drinne, Leute, so lange. Jetzt weiß ich weiß gar nicht mehr, wie meine Villager alle hießen. Okay, das ist ein bisschen ein Fail. Ah, die sind irgendwie alle gestorben, sind einfach verschwunden. Naja, okay. Okay, liebe Leute, wir werden jetzt erstmal die irisch Lucky Blöcke öffnen, dort hinten wieder in unserem Dingenskirchen. Aber ich möchte jetzt erst nochmal hier kurz mal mein Inventar ein bisschen leer machen, eventuell. Nein, das wollte ich nicht. Ja, genau, da machen wir einfach mal gerade so das Holz rein, dann nehmen wir die Sticks mal mit, so zack, 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 zack. Den Rest brauchen wir eigentlich nicht im Prinzip. Dann lass mal nach da hinten gehen und dann dort, hä, das ist mega cool, sorry, ich muss jetzt noch mal kurz unterbrechen. Ja, das ist so mega cool, dass wir hier so, dass die doch, jetzt hat das alles so ein bisschen Stil. Dort ist ein Dorf, dort haben wir eine Garage, dort ist ein komischer, riesiger Roboter, der da einfach rumsteht, den ich noch nie benutzt habe, den wir mal irgendwie mal benutzen sollten vielleicht. Dann haben wir da den Anglersteg. Das ist doch einfach alles so idyllisch hier, Leute. Das ist einfach wunderschön hier alles in Minecraft Shrubby, wenn ich ehrlich bin. Okay, wir werden jetzt nach dort hinten gehen. So, oh lol, Alter, es sind so viele Tiere hier. Oh mein Gott, guckt euch das an. Es könnte sein, dass es jetzt ein bisschen anfängt zu laggen und sowas, weil ich das Ganze nämlich auf meinem Laptop aufnehme, Leute. Also nicht wundern. Ja, okay, hier sind so viele Tiere. Oh mein Gott, hier liegen sogar noch die Sachen aus den letzten Folgen. Oh mein Gott, Fail. Guckt euch das mal an. Kann ich hier irgendwie ein bisschen so, ja, ich versuche das mal ein bisschen hier zu beseitigen oder sowas. Keine Ahnung, ich muss mir da irgendwas überlegen. Ich kann jetzt schlecht jedes Tier einzeln irgendwie umbringen oder sowas. Aber wir haben Fleisch. En masse, Leute, wir haben Fleisch hier im Überfluss. Alter, guck dich an. Hier, guck mal, sogar da, die nehmen allein Bart da unten. Guckt euch das an, es sind einfach so viele Sachen hier. Oh mein Gott, das ist so chaotisch hier. Es läuft einfach alles drunter und drüber. Aber gut, Leute, wir werden jetzt noch mehr Chaos anstiften, liebe Leute. Ja, ich weiß nämlich, ihr habt genauso Bock wie ich da drauf. Deswegen werden wir jetzt erst unsere Sachen saven in der Kiste und dann fangen wir direkt mal an, Leute. Und ich möchte auch nochmal ein kurzes Thema mit euch ansprechen. Und zwar geht es... Oh, wir müssen natürlich auch noch hier unsere Rüstung ausziehen. Nicht, dass sie gleich auch noch weggebombt wird, falls da irgendwie ein böser Lucky Block drin ist. Der ist nicht, der uns nicht mag oder sowas hier ist... Wir haben hier den Pumpkin Pie, den schmeißen wir natürlich direkt erstmal weg, lieber Chaos Flo. Das hier ist für dich. Guck mal, Flo, was ich alles für dich mache. Das könnt ihr mir mal in Flo seine Kommentare schreiben, dass ich ein netter Typ bin, ja. Okay, Leute, wir werden jetzt hier oben den ersten Lucky Block öffnen. Was ist da drinne? Wow! Ein Bongo! Mit Thorns 5 sogar. Apropos 5. Leute, ich wollte mit euch erstmal ansprechen. Ich werde hier demnächst nochmal neue Projekte starten. Unter anderem möchte ich mit euch zusammen ein, Hardcore-Projekt nochmal neu starten. Ja, ich habe ja hier vor kurzem hatte ich ein Hardcore-Projekt, das hieß The Jumper. Ja, und dort musste ich dann halt von Insel zu Insel und sowas, musste dann dort Items sammeln und dann am Ende gegen den Ender Dragon kämpfen. Ja, und das kam mega, mega gut bei euch an. Das hat euch richtig gut gefallen und sowas. Und ich möchte sowas in der Art nochmal machen. Ja, nur, dass die Welt halt ein bisschen anders ist und sowas, aber auch mit Mods und sowas. Und ich muss dann versuchen, ganz viele Sachen zu sammeln, um halt, stärker zu werden und so weiter und so fort. Ich habe da auch schon eine To-Do-Liste, was dann alles gemacht wird und sowas. Und ihr dürft dann auch mitentscheiden, was ich bauen soll, wie ich bauen soll, ob ich Lars heiße, ob ich nicht mehr Lars heiße, ob ich Bananen mag, ob ich Affen esse. Ja, genau, ihr wisst schon, was ich meine, Leute. Hä, wieso geht das Ding jetzt nicht? Hä, wieso lässt sich das nicht öffnen? Oh! Oh, lol! Hä, jetzt hat er mir die ganzen vier hier weggemacht. Was für ein dummer Irish Lucky Block. Das ist ja voll doof. Ja, wie gesagt, und, das wird dann halt hier, denke ich mal, demnächst kommen, liebe Leute. Und jetzt kommt das, was sich einige Leute wünschen, was sich einige Leute gewünscht haben und so. Und, oh nein, oh nein, oh nein, ich werde ertrinken, das war nicht gewünscht, das hat sich niemand gewünscht. Ich will hier raus, bitte lass mich hier raus, bitte, 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 lass mich hier raus, ich will hier raus, Mama, hilf mir, hilf. Lol. Ich bin frei. Ich bin frei. Ha! Lol, was war das denn jetzt gerade? Fail. Hier ist gerade einfach alles in die Luft gesprengt und ich bin frei. Warum auch nicht, ne? Also, kann natürlich sein, dass es irgendwie alles... Ne, das war natürlich geplant, Leute. Das war alles geplant. So, wie gesagt, ich möchte noch ein zweites Projekt starten und zwar GTA 5 mit Mods, ja?
Das wird nämlich so sein, dass ich so richtig... Oh, Fake Baselines. Nein, stirb. Ihr seid alle Fake Baselines. Ihr seid nicht der echte Baseline. Weg mit euch, ihr dummen Dinger. Ich werde halt so witzige Mods und sowas dann, die es halt in GTA 5 gibt, werde ich dann zusammen mit euch spielen und mir das dann angucken. Da gibt es zum Beispiel unter anderem einen Giraffenmod. Ja, und das ist mega witzig, Leute. Und das werde ich dann halt zusammen mit euch zusammen machen, ne? Wenn ihr versteht, was ich meine und sowas. Wer da auch so Bock hat wie ich, liebe Leute, könnt mir da gerne einen Daumen nach oben geben, wer sich genauso freut wie ich, damit ich das sehen kann. Und hier machen wir jetzt einfach mal dieses Ding hier auf. So, zack, was ist hier drinne? Bestimmt fliegt hier gleich wieder alles in die Luft. Hallo? Fliegt hier irgendwas in die Luft? Nein. Gut, wir haben jetzt noch 2 Stück und danach gehen wir mal nach Hause in den Briefkasten. Hier war nichts drinne. Und was haben wir hier nochmal? Ein Glück und ein nicht mehr so Glück. Dann haben wir hier Schweine und... Ah, ganz schnell weg hier. Die explodieren nämlich. Haha, da falle ich jetzt nicht mehr drauf rein, Leute. Ich bin ja nicht blöd hier. Dann haben wir jetzt noch ein bisschen Redstone. Das hatten wir nämlich auch schon hier in der letzten Folge oder in den letzten Folgen, liebe Leute. So, hier fängt es jetzt wieder an, ein bisschen einzulaggen und sowas. Aber da wollen wir uns jetzt nicht dran stören. Wir wollen jetzt erstmal nach Hause, weil es nämlich jetzt auch gerade dunkel wird. Zack, 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 zack. Dann nehmen wir das Ganze mal hier raus, was wir jetzt nicht benötigen. Und das Ganze, was wir nicht benötigen, lassen wir natürlich in der Kiste drin, weil was wollen wir damit, ne? Okay, dann haben wir hier nochmal diesen Dings hier, was ich auch nochmal mit euch zusammen öffnen wollte oder was ich mit euch zusammen hier rumschmeißen wollte. Das war nämlich dieser Meteor-Someoner, ne? Hieß es so? Ich glaube ja, das war Meteor-Someoner. Das Ding werden wir gleich hier droppen und dann wird ja alles in die Luft fliegen. Dann fliegt hier nämlich ein Komet mit 1000 Millionen Geschwindigkeit hier auf den Planeten, hier auf die Shrubby-Welt. Warte mal, wir werfen den nach da. Achtung, Achtung, Incoming Meteor! Wo ist er? Kommt da jetzt was? Da fliegt er und boom! Habt ihr das gesehen? Wie nice, Leute. Das ist jetzt hier Necnorite, soweit ich weiß, oder? Genau, hier ist Necnorite. Und das können wir dann irgendwann mal abfarmen, falls wir das benötigen sollten oder sowas. Und jetzt kommt nicht mit. Lass Necnorite, das ist voll gut. Meine Rüstung, die ich jetzt habe, ist viel, viel besser. Wo ist mein Buch? Hallo, ich habe mein Buch im Dings hier vergessen. Lol, okay. So, ihr Lieben, nachdem wir das Lucky Block Chaos dort hinten wieder fabriziert haben, lass aber gucken, ob der ein oder andere uns vielleicht eine Nachricht geschrieben hat. Lass mal einfach in den Briefkasten gucken. Vielleicht, Leute, ich verstehe das sowieso nicht. Ich bin der Retter dieser Welt und ich bekomme einfach keine Post. Warum? Ich kriege einfach so selten Post. Das ist voll krass irgendwie. Lass mal gerade gucken, ob uns doch irgendwie jemand geschrieben hat, eventuell. Oh! Shrubs, hier sind ganz viele Shrubs dran. Hey, das ist voll cool. Hey, voll das nette Geschenk hier vom Pfarrer. Okay, dankeschön, Pfarrer, erstmal für die ganzen Shrubs hier. Dankeschön, dankeschön. Hallo Lars, wenn du Zeit hast, komm mal vorbei. Gerne, lieber Pfarrer, ich komme gerne mal vorbei zu dir. Warte mal, hier Westernstadt, dann sind wir hier in der... Ah, das, Leute, das ist mein Zuhause. Howdy allerseits, das ist mein Zuhause. So, Pfarrer, du wolltest irgendwas von mir. Pfarrer, du kannst doch nicht die ganze Zeit die Tür aufstehen lassen hier. Das ist doch nicht gut, da kommt die ganze Staub hier kommt hier rein und sowas. Hi, Pfarrer, was geht? Lars, danke, dass du die Stadt von der Gookie-Dosis befreit hast. Wir müssen versuchen, mal mit Arazu zu sprechen. Er ist aber zurzeit verreist. Nun ja, ich werde mich melden, wenn ich wieder etwas zu tun habe. Nice, okay, danke schön dafür, dass du mich jetzt so aufgeklärt hast. Und Leute, warum ist Roman denn jetzt schon wieder verreist? Er ist einfach weg. Wieso? Er vergiftet hier die Stadt mit der Gookie-Dosis und verschwindet dann einfach. Leute, das ist einfach so, oh, darauf fällt mir nichts ein. Wir müssen mal wirklich gucken, ob wir Roman irgendwie zur Vernunft bringen, dass er einfach wieder einigermaßen klar in der Birne wird. Naja. Aber gut, ihr lieben Leute, wenn euch die Folge gefallen hat, könnt ihr gerne einen Daumen nach oben da lassen und sowas. Wenn ihr auch mein GTA mit Mods sehen wollt, natürlich GTA meine ich, ne? Wer GTA mit Mods sehen möchte und so und die ganzen anderen Hardcore-Projekte und sowas, was jetzt hier demnächst kommen wird, kann mir gerne auch einen Daumen nach oben geben und sowas. Und yeah, schreibt mir auf jeden Fall noch sehr, sehr viele tolle Kommentare in die Kommentare. Und das war's jetzt mal von mir, liebe Leute. Ich rede wieder so viel und ciao.